Einen wunderschönen guten Morgen zu unserem heutigen Trading Insights Webinar. Ich begrüße alle recht herzlich in der Runde, auch den Ingmar, der heute wieder dabei ist und ja, Fragen beantworten wird, auch an der einen oder anderen Stelle ja, seine Sicht der Dinge einbringen kann und wird. Was wollen wir heute besprechen? Wir werden uns zunächst einmal die Wochenergebnisse des Trading Rooms anschauen. Das hat sich ja eingebürgert und ist auch immer recht gefragt. Von daher werden wir da kurz drauf schauen. Es ist in dieser Woche ein bisschen mehr passiert als in der Vorwoche, wobei die Vorwoche ergiebiger war. Da gab es nur einen Trade und der hat aber gesessen. Dann werden wir uns mit einer konkreten Trading-Situation im FDAX befassen. Da haben wir eigentlich sogar zwei Setups, werden wir gleich drüber sprechen. Und auch ein Markt, der natürlich für viele von Interesse ist, Rohöl. Da werden wir auch konkrete Trading-Marken besprechen. Also wir haben heute im Prinzip weniger ja, Lehrmaterial, sondern viel mehr konkrete Trades, die wir hier besprechen wollen. Und da will ich mich auch gar nicht lange mit Vorreden aufhalten, denn mein großes Ziel ist, pünktlich zu werden. Und da arbeite ich dran und will heute den nächsten Schritt machen, um das beständig hinzubekommen. Von daher legen wir direkt los. Natürlich sei auch an der Stelle wieder auf die Risikohinweise hingewiesen. Die rechtlichen Hinweise, wir richten uns an kundige Selbstentscheider, die bereits erfahren an der Börse und auch im Einsatz von Hebelprodukten sind. Wir geben nur unsere Meinung wieder und das dient alles natürlich Demonstrationszwecken, sind Beispiele, aber es ist nicht als Kauf- oder Verkaufsempfehlung zu verstehen. Wer sich davon inspirieren lässt, handelt immer auf eigenes Risiko und eigenverantwortlich, sollte das auch entsprechend gründlich prüfen. Wir ersetzen natürlich keine Beratung durch einen Bankberater und neben dem Emittentenrisiko haben wir natürlich, wenn jemand ein verbrieftes Produkt handelt, immer das Totalverlustrisiko auch, was dort mitschwingt. Dessen sollte sich unbedingt jeder bewusst sein. Dann kommen wir zu dem Rückblick für den Trading Room in der vergangenen Woche. Da sehen wir, in der ersten Woche hatten wir nur einen einzigen Trade. Das war bei Weizen, 1340 Dollar Gewinn. Den können wir auch hier bei der August-Statistik sehen. Ist auch der größte Gewinner gewesen. Und das ist das Spannende, glaube ich, auch am Trading und auch die große Herausforderung oder eine der großen Herausforderungen. Man sieht, manchmal macht man einen Trade in der Woche und der bringt viel, viel mehr, als wenn man in einer anderen Woche 6 oder 7 Trades macht, die sich in Summe fast neutralisieren. Hinter uns liegende Woche brachte am Ende 193 Dollar Wochengewinn. Wir hatten viele Trades, die nahezu plus minus null ausgegangen sind. 3 Stück insgesamt, 21 Dollar, 10 Dollar, 16 Dollar. Das sind eben Trades, bei denen nicht wirklich etwas passierte, beziehungsweise sich eben die erwartete Entwicklung nicht einstellte. Dann hatten wir einen nennenswerten Verlierer mit WTI am Mittwoch bei den News. Der ging nicht in die richtige Richtung. Und dann hatten wir aber am Freitag 2 nahezu perfekte Trades. Wir haben auch einen davon online gestellt auf YouTube. Dabei ist mir wichtig, das zu betonen, dass es so schnell, wir hatten den Weizen-Trade, den Link habe ich gleich hier auch drin im nächsten Slide. Haben wir genau das Tief getroffen beim Einstieg, genau das Zwischenhoch beim Ausstieg und es ging auch noch innerhalb von, glaube ich, 1,5 Minuten oder 2 Minuten zwischen Einstieg und Ziel erreichen. Das ist natürlich, wenn man so einen Trade zeigt, soll absolut nicht suggerieren, so läuft es immer oder das ist normal. Das war mal eine perfekte Trading-Situation, so läuft es super selten. Aber was es eben zeigt, wenn man immer wieder weitermacht. Viele Trader, die ich kennengelernt und auch gecoacht habe, aber auch die ich jetzt noch im Dialog habe, haben ja ein ganz, ganz negatives Bild. Viele glauben ja, sie haben einfach immer Pech. Und wenn jemand dieses Mindset hat, dann kann ihm genau so etwas helfen. Denn wenn man weitermacht, wenn man konsequent tradet, dann passieren einem nicht nur die Dinger, wo man ausgestoppt wird und sofort dreht es und danach läuft es
wäre es für eingelaufen, sondern dann passieren auch solche Trades, die nahezu perfekt laufen. Also die perfekten Trades kommen auch, wenn ich konkret weitermache und konsequent weitermache. Und nur dazu soll das dienen. Deshalb ganz klar die Betonung, das ist eine absolute Ausnahme, aber wir hatten am Freitag zwei Trades, wo wir exakt am Tief rein sind und am Hoch raus sind, nämlich bei den 10-Year-T-Notes auch noch. Da haben wir einen Effekt genutzt, den ich auch nur jedem Trader ans Herz legen kann, der allerdings auch sich nur dann auszahlt, wenn man ihn wieder und wieder über hunderte von Trades spielt, weil es natürlich ähnlich wie im Casino ein Gewinnvorteil ist, aber kein riesiger Gewinnvorteil. Nämlich der Effekt, dass freitags und montags der Bondmarkt naturgemäß eher zur Stärke neigt. Natürlich, wir sind in einer BES, da ist das nicht so ausgeprägt, muss man auch klar sagen. Und wie gesagt, das ist ein Effekt, da sollte man natürlich schon auch noch ein bisschen mehr haben, als nur zu sagen, okay, montags und freitags gehe ich long. Also da braucht es natürlich ein Einstiegsmuster, ein Verwaltungsmuster, also ein Stop und einen idealerweise zeitbasierten Ausstieg. Jetzt alleine damit, dass man sagt, ach so, immer montags long und immer freitags long, wird man auf Dauer zwar vorankommen, aber es ist ein sehr überschaubares Vorankommen. Aber wir hatten dann eben am Freitag diese beiden Situationen und im Euro hatten wir zum Schluss noch einen Trade laufen, der wäre sogar auch noch, ich habe dann irgendwann Feierabend gemacht gegen, ich weiß nicht, 10 Uhr, Viertel vor 10, der wäre sogar auch noch deutlich im Gewinn gelandet. Also was die vergangene Woche zeigt, ist erstens, es geht nicht darum, viel zu traden. Die Woche vorher war viel ergiebiger, obwohl sie nur einen Trade hatte. Zweitens, wenn es ein paar Trades lang nicht lief, ist es wichtig, weiterzumachen. Denn die ersten drei Trades waren, die waren, ich wollte schon sagen, für den Arsch, die waren nicht ergiebig. Aber wenn man dann weitermacht, ganz zum Schluss, am Ende der Woche, 10-Year-T-Notes, Weizen, haben dann das Ganze ins Plus gedreht. Jetzt nie, kein nennenswerter Gewinn, $193 pro Woche oder in dieser Woche ist jetzt nicht Bombe. Aber insgesamt sind wir jetzt mit dem Trade aus der Vorwoche $1.500 bei den geschlossenen Trades vorne. Es laufen Positionen, die im Moment auch noch teilweise hinten liegen, wo aber enormes Potenzial da ist. Swing Trades auf Kakao, auf Lumber. Wenn wir es schaffen, ich glaube, wir werden es vom Zeitlichen nicht schaffen, aber wenn wir es schaffen, werden wir heute Lumber auch noch ganz kurz thematisieren, weil es doch einige gibt, die das gehandelt haben und handeln. Aber ansonsten das dann im Trading Room. Also so schaut die ganze Geschichte aus. Ergebnisse für den August sieht man im Prinzip auch. Eigentlich fast die komplette Performance stammt aus einem Trade, nämlich aus dem Weizen-Trade aus der Vorwoche, der ja auch ja doch nahezu perfekt war. Da haben wir auch uns den Screenshot angeschaut. Also wir haben in diesem Monat tatsächlich sehr viele gut getimte Trades auch oder nahezu perfekt getimte Trades. Aber auch hier nochmals: perfektes Timing ist nicht die Regel, sondern eher die Ausnahme. Man bemüht sich immer, man arbeitet natürlich als Trader permanent daran, sein Timing zu verbessern. Aber wenn wir mal realistisch sind, es sind so viele Marktteilnehmer, es gibt so viele Einflussfaktoren, es ist einfach nicht realistisch, dass man beständig perfekt timet. Natürlich, wie gesagt, man kann und sollte immer daran arbeiten, weil es ein wichtiges Element ist. Aber wenn ich jetzt eine realistische Einstellung brauche zum Trading und die dann lautet, ich möchte meine Trades perfekt timen oder ich muss sie perfekt timen, dann ist das einfach unrealistisch. Das sei dazu gesagt. Hier ist der Trade ganz Nee, kurz. da Ja. würde ich ganz kurz einhaken, weil du gerade sagst, realistische Vorstellung vom Trading. Das passt ganz gut, weil ich eigentlich heute nur eine Sache mal zeigen wollte, die mir in den letzten Tagen aufgefallen ist. Hallo natürlich auch noch von meiner Seite. Ihr habt es ja wahrscheinlich alle mitbekommen, dass die ESMA, das hatten wir letztes Mal schon besprochen, und dadurch auch die BaFin einige Änderungen vorgenommen hat, was auch den CFD-Handel angeht. Und was mir jetzt die Tage auf der Webseite von verschiedenen CFD-Anbietern aufgefallen ist, fand ich super interessant, und ich würde mir daher mal kurz die Moderatorenrechte nehmen, Ja, klar. um das mal kurz zu zeigen. Und zwar habe ich jetzt hier verschiedene Webseiten von verschiedenen CFD-Anbietern offen, und das ist genau das, was wir immer ja wieder sagen, was der René auch immer wieder betont und was er gerade auch wieder gesagt hat, eine realistische Einschätzung zu haben. Ich möchte euren Blick mal nach unten lenken.
Das ist natürlich normalerweise kleingedruckt. Ich habe es jetzt größer gescrollt, damit ihr es auch erkennen könnt. Und hier steht, CFD sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Und jetzt kommt das Spannende, was eine absolute Neuerung auch ist auf den Webseiten. 79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handeln mit diesem Anbieter. Und dann steht ja klar noch ein weiterer Risikohinweis. Und wenn man hier einfach mal auf die verschiedenen Anbieter geht, das ist zum Beispiel IG Markets, wir merken uns 79%. Dann sind wir hier bei CMC Markets, steht hier 78% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld mit dem CFD-Handeln mit diesem Anbieter. Iondo, 72,1% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld. Dann FXCM, 79,79% der Privatankunden verlieren Geld, wenn sie Forex-CFDs mit FXCM-LTD handeln. Plus 500, 80,6% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld mit dem Anbieter. Das fand ich einfach super interessant. Ist mir ja gerade erst die Tage aufgefallen. Ich denke, dass das eine Vorgabe ist, dass die CFD-Anbieter das jetzt neuerdings angeben müssen, um eben auch zu warnen. Wie gesagt, ist normalerweise unten klein gedruckt. Geht auch nicht darum, jetzt zu sagen, man sollte da nichts machen, weil das ist gefährlich. Es geht ja nur darum, einfach was der René gerade gesagt hat, realistisch an die Sache ranzugehen. Und wenn man sieht, dass eben die Masse Geld verliert, also in diesem Fall sind es halt diese 80% in etwa bei allen CFD-Anbietern durch die Bank, dann sollte man sich einfach das mal vor Augen führen und dann überlegen, was man eben anders machen kann als der Mainstream, denn das scheint ja anscheinend nicht gerade von Erfolg gekrönt zu sein. Damit auch wieder zurück an dich, René. Ja, super interessant. War mir auch gar nicht aufgefallen, weil ich auch gar nicht so häufig auf den Webseiten von CFD-Anbietern bin. Aber genau ein richtiger Punkt. Man muss sich halt, glaube ich, wirklich als Trader fragen, was ist denn das Verlockende am CFD-Handel? Was machen denn warum wollen denn Leute CFDs handeln? Erstens, sie können hochhebeln. Das war bis zu dieser Einschränkung, die es jetzt da bei den Hebeln gab, war das ja so der Hauptpunkt. Ich kann mit 500 Euro, kann ich eben, keine Ahnung, das Hundertfache oder das 400-fache an Kapital bewegen. Das ist beim Futures-Handel nicht so. Hat auch seine Gründe. Ganz einfach, die Margin ist eine Sicherheitsleistung, ist auch ein Schutzmechanismus für den Trader selbst. Also hoher Hebel ist ungesund. Was mögen noch viele? Warum handeln sie gerne in diesen CFD-Plattformen? Es blinkt alles, man kann schnell rein raus. Schnelles rein und raus ist einfach eine sehr hohe, also wie in dem Fall hier auch, schnell rein raus. Nur in dem Fall war es mit System und es war halt natürlich auch, also wenn es schnell geht, ist es nicht Glück, dass man den Trade macht, aber dass er so schnell ins Ziel läuft, das ist Glück. Also nicht die systematische Vorgehensweise, aber dass es sehr schnell läuft, ist einfach eine sehr, sehr seltene Fügung. Da muss man einfach realistisch sein. Was viele machen, ist dieses schnelle rein, raus, hin, her gehandeln, weil es natürlich einfach ist, ein verlockender, schnell mal irgendwie einen Trade reinzudrücken. Also man muss sich einfach, glaube ich, fragen, was machen all diejenigen, die eben zu diesen 80% gehören? Was ist da so verlockend? Geringe Kapitaldecke, da kann ich keine Schwankungen aushalten. Es wird wild gezockt, es wird überhebelt und dann kommt da eben natürlich sowas dabei raus. Ich finde es eine richtige Entwicklung, auch wenn natürlich dann viele das irgendwie negativ beäugen und sagen, ja, das lohnt sich nicht mehr. Ja, das ist aber halt einfach auch die Realität. Das ist im Endeffekt muss man ganz klar sagen, mit einer kleinen Kapitaldecke, ich habe das die Woche in dem Insights-Spezial am Donnerstag, wenn ihr euch da vielleicht eingewählt habt und dabei wart, vielleicht die anderen schauen sich die Aufzeichnung an, dann habe ich euch auch gezeigt und ganz ehrlich, und ich glaube, das machen natürlich wenige, ich euch ganz ehrlich gezeigt, dass ich am Anfang meines Real Money Trader Projektes vor 8 Jahren im ersten Jahr 420% gemacht hatte auf ein 5000er Konto und im nächsten Jahr ging es 70 oder keine Ahnung, 72% runter. Und jetzt muss man sich einfach nur mal ausrechnen. Derjenige, der natürlich von Anfang an dabei war mit diesen 5000, der war dann am Ende immer noch im Plus, als es dann diesen Drawdown gegeben hat, war man immer noch bei 6500, keine Ahnung, irgendwie so um den Dreh herum. Also man war noch im Plus. Aber derjenige, der ein paar Monate später oder vielleicht sogar am Hoch reingekommen ist, der sich bei 25.000 dachte, ach cool, wenn der aus 5.000, 25.000 gemacht hat und das so weiterläuft, dann habe ich bald so und so viel. Ja, der hat natürlich dann ordentlich in die Röhre geguckt. Und solche Schwankungen wie damals sind A, nicht massenkompatibel und B, will ich sie selbst auch nicht haben. Aber das kommt naturgemäß dabei raus, wenn man mit einem kleinen Konto handelt. Ist genau das Gleiche bei dem World Cup. Wenn ihr, also es ist natürlich, auf der einen Seite zeigt es immer, wenn man bei so einem Echtgeldwettbewerb teilnimmt,
zeigt es natürlich immer, dass jemand schon auch was kann. Aber die prozentualen Werte dort sind absolut nicht vergleichbar mit dem, was man in seinem alltäglichen Handel, mit dem man seinen Lebensunterhalt bestreiten will oder muss, erzielen kann. Warum? Ganz einfach, weil dort starten im Prinzip alle mit $10.000. Das hat einerseits den Grund, dass das damals Larry Williams auch gemacht hat. Und ich glaube, immer noch ist es der Versuch, dass man sich an ihm misst. Also wenn man jetzt irgendwie sagt, okay, ich habe aus einem 50.000er Konto eine Verzehnfachung geschafft, würde es nicht so wirken, wie wenn er das mit einem, er hat ja einen, nicht nur Verzehnfachung geschafft, sondern viel mehr, aber dann würde es nicht so wirken, wie wenn man es mit einem 10.000er Konto macht. Der zweite Grund ist aber, dass die meisten wissen, dass sie dort ein hohes Risiko fahren, dass sie mit einem Konto von 500.000 oder 1 Million niemals machen würden und auch gar nicht machen könnten. Deshalb muss man sich einfach bewusst sein, kleine Konten schwanken naturgemäß stärker. Die prozentualen Gewinne, klar, man freut sich und jeder wird sie zeigen. Habe ich genauso gemacht und man ist stolz darauf, aber muss halt auch realistisch sein. Das, was ich in einem 10.000er Konto an prozentualer Performance mache, ist nicht zwingend auch das, was ich mit einer Viertelmillion oder einer halben Million machen würde. Das muss man da eben ganz klar sagen. Deshalb, Realismus ist ganz wichtig. Auch hier, es ist auch menschlich. Ich weiß auch nicht, wer da irgendwie, wer da anders tickt. Also natürlich gibt es dann mit Sicherheit Leute, die sagen, ja, dann zeig doch auch mal einen Verlierer-Trade. Also ich zeige meine Verlierer-Trades jeden Tag im Trading Room, zeige jeden Verlierer und ich habe auch, wie gesagt, wer thematisiert schon, dass er vor 8 Jahren mal 75% oder 72% Drawdown hatte, nachdem er 420% Gewinn gemacht hat, macht niemand. Nur es ist ja völlig normal, jeder von uns, also ich weiß nicht, wer von euch zu seinem Chef rennt und sagt, du, hier, heute habe ich da das und das falsch gemacht? Guck's dir mal an. Hab's wieder gerade gebogen, aber das habe ich übrigens falsch gemacht. Also es ist ja auch ein völlig normaler Reflex, dass wir uns alle eher mit den positiven Sachen auseinandersetzen und eher auf positive Sachen stolz sind als auf negative. Also da gibt es natürlich immer Leute, die dann irgendwie sagen, ja, dann zeig auch die Verlierer. Ich zeige sie jeden Tag im Trading Room. Aber dass ich jetzt zum Beispiel kein Video, kein Live-Mitschnitt von einem Trade, der 3 Wochen braucht, reinstellen kann auf YouTube. Da sind wir halt auch technisch limitiert. Also wäre auch Unsinn. Nur, dass da auch das richtige Bild entsteht. Also habe ich auch immer wieder betont, solche Trades kommen selten vor, aber sie kommen auch gar nicht so selten vor. Wir hatten einige Trades auch im FDAX jetzt neulich, im Weizen, wo es vergleichsweise schnell lief, innerhalb von wenigen Minuten oder 1, 2 Stunden. Also die Botschaft daraus ist nicht, guckt mal, wie toll diese Trades sind, sondern wenn ihr weitermacht, wenn ihr konsequent weiter tradet, dann kommen neben den Trades, wo es durchschnittlich läuft und lange braucht, neben den Trades, wo es ganz schlecht läuft für euch, wo ihr ausgestoppt werdet, kommen eben auch diese Trades und zwar komprimiert. Jetzt zum Beispiel in diesem Monat haben wir sehr viele gut getimte Trades. Auch die Super Trades oder die sehr, sehr guten Trades treten dann komprimiert mal auf. Und ich habe auch in der vergangenen Woche wieder mit Leuten korrespondiert aus dem Ausbildungsprogramm und es ist Wahnsinn, dass Trader teilweise, also dass der Umgang mit den Verlusten, und da versuchen wir natürlich auch gerade mit dem Master Trading Bundle wirklich intensiv zu helfen, und da ist ein riesiger Bedarf da, nur viele gestehen sich das nicht ein. Es gibt sogar Leute, die im Gewinn aufhören, weil sie einen Drawdown haben. Also wir haben es ja eben gerade gesehen, das passt eigentlich unheimlich gut, was der Ingmar da gezeigt hat. Wenn ich in einem Geschäftsfeld mich bewege, wo 80% der Leute oder langfristig betrachtet sind es noch mehr, wo 80% aufwärts Geld verlieren. Und ich schaffe es, auf Sicht von 1 Jahr oder 1,5 oder 2 Jahren sogar Geld zu verdienen, egal wie viel das ist, dann ist es auf jeden Fall schon mal gut. Überall anders, wenn man zu den besten 20% gehört, würde man sagen, ja, ich bin ganz gut. Hier ist es so, dass selbst Leute, die insgesamt nach 1 Jahr im Plus sind, also das habe ich, dieses Feedback habe ich häufig bekommen von Teilnehmern der Ausbildung. Die sind insgesamt im Plus, aber können mit den Rückschlägen, die es gibt, nicht zurechtkommen. 10.000 gewonnen, 6.000, 7.000 wieder verloren, obwohl man immer noch vorne ist, fühlt es sich an, als hätte man sein ganzes Konto zerschlagen. Und dann hören Leute auf. Ich bin immer wieder total erschrocken. Und auf der anderen Seite aber auch erfreut, weil so etwas kriegt man ja definitiv hin. Also wenn jetzt jemand einfach nur mit den Verlusten nicht umgehen kann, das ist zwar natürlich nicht einfach, das hinzubekommen, aber das ist hinzubekommen, wenn jemand das Ganze methodisch schon gut umsetzt. Aber es ist natürlich auf der anderen Seite, zeigt es natürlich auch, dass wie emotional wir agieren, weil jeder
jede dritte Person, die sich das jetzt anschaut, würde sagen, was willst du denn? Du bist doch im Plus. Woher kommt denn jetzt die Angst und die Panik? Aber wenn man selbst drinsteckt, und ich habe das, wie gesagt, jetzt allein in dieser Woche zwei, drei Fälle gehabt, mit denen ich korrespondiert habe, die gesagt haben, ja, ich bin kurz davor aufzuhören, weil ich komme mit den Verlusten der letzten Monate nicht zurecht. Da hat man mal irgendwie ein paar Mal daneben gelangt, irgendwas überhebelt, was auch immer. Das müsste man dann im Einzelnen analysieren. Das machen wir ja dann auch im Master Trading. Da habe ich jetzt zum Beispiel in dieser Woche geht es dann los auch mit, beziehungsweise geht es weiter mit Einzelgesprächen, Bestandsaufnahmen. Da geht es dann los, dass ich eben mit den Tradern analysiere, mir die Trades anschaue, welche Systematiken sollten dahinter stecken, und dann wird man ganz, ganz schnell herausfinden, wo der Fehler lag. Bei vielen muss man auch klar sagen, wird der Fehler aber auch schon in der Gewinnphase darin gelegen haben, dass sie überhebelt haben, dass sie auch bei den Gewinnen nur deshalb so weit vorangekommen sind, weil sie zu aggressiv getradet haben, und irgendwann schlägt das natürlich ins Gegenteil um. Aber unheimlich spannend und zeigt einfach und sollte jedem Respekt einflößen davor, wie emotional oder wie stark diese emotionale Komponente im Trading ist, denn wenn jemand im Gewinn ist, wie gesagt, objektiv betrachtet, wenn ich euch jetzt sage, na, da hat einer, keine Ahnung, 30.000 gewonnen und hat davon jetzt wieder 20.000 verloren, würde jeder sagen, na ja, gut, toll, ist es nicht, wenn man jetzt wieder so viel einbüßt, aber er ist ja noch 10.000 vorne. Würde jeder sagen. Genauso wie auch jeder sagt, wenn einer von 10.000 auf eine halbe Million hochgekommen ist, sagt auch jeder objektiv, ja, dann nimm doch mal irgendwie Geld raus. Oder bei, wenn man sich irgendwelche, ja, Promis anschaut, die zig Millionen hatten. Bei Mike Tyson habe ich es mal irgendwann gelesen, hat eine halbe Milliarde gehabt. Der sagt auch, mein Vater hat dann gesagt, ja, da legt man doch eine Million weg. Ja, scheinbar eben nicht. Also da laufen Prozesse ab. Sobald es um Geld geht, sobald wir mit Gewinnen und Verlusten konfrontiert sind, da laufen Prozesse ab, die sind wahnsinnig, und die kriegt man auch alleine häufig gar nicht in den Griff. Deshalb haben wir auch das Master Trading dann doch noch aufgesetzt, obwohl wir ja eigentlich da gesagt hatten, okay, wir wollen da eigentlich nichts mehr machen. Aber alleine jetzt so die ersten Bestandsaufnahmen mit Tradern haben schon unheimlich geholfen, und ich freue mich drauf, auch den anderen da unterstützend zur Seite zu springen, denn ich finde es natürlich, das sage ich den Leuten auch dann nicht immer, ich finde es natürlich total wahnsinnig, wenn man im Gewinn aufhört. Also Leute machen Gewinn und hören auf, nur weil sie eben einen Rückschlag erlitten haben. Deshalb, es ist ein super spannendes Geschäft, in dem wir uns bewegen, aber es ist natürlich auch nicht so einfach. Mit ein bisschen Videos schauen und ja, mal ein paar Signale traden, ist es alleine nicht getan. Stichwort Signale. Erstes Trading-Setup bezieht sich auf den FDAX, und zwar will ich euch erstmal zeigen, die Weekly Vola Breakout Strategie haben wir im Go for Professional geschult und hatten auch ein Signal 2016 gehandelt, auch in der Million-Dollar-Challenge damals, aber mit sehr, sehr moderater Gewichtung, sehr, sehr moderatem Hebel. Wir stehen jetzt wieder vor zwei Signalen im Tages- und im Wochenchart, und diese Signale im Wochenchart haben eine enorme Trefferquote und auch eine tolle Auszahlungsquote. Also so eine Qualität kriegt man in der Kombination eher selten. Aber sie handeln auch vergleichsweise selten. Die Handelsfrequenz ist jetzt nicht so, dass man da jeden zweiten Monat so einen Trade um die Ecke kommen sieht, sondern so alle anderthalb bis zwei Jahre gibt es ein Signal. Dann reichen aber diese Signale auch 1.500 bis 2.500 Punkte weit im Normalfall. Könnt ihr auch hier sehen. Hier sind die Gewinne und Verluste der Trades in Punkten, in DAX-Punkten. Kann sich ja jeder natürlich ausrechnen, wenn man das im großen Kontrakt handelt, wie viel rauskommt. Das Ganze mal 25, dann ist so ein Trade von 2.000 Punkten ist eben 50.000 Euro wert. Wenn man das mit dem kleinen Kontrakt handelt, ist es eben ein Fünftel, dann sind es 10.000. Aber es ist auf jeden Fall enorm, was zu verdienen mit dieser Systematik, und sie eignet sich ausgezeichnet für das Pyramidisieren, und das werden wir jetzt auch im Trading Room dann machen, weil es mit dem kleinen Kontrakt unheimlich gut machbar ist. Das heißt, im Gewinn aufstocken. Es gibt selten Situationen, bei denen sich das lohnt, aber jetzt stehen wir vor einer Situation, und natürlich ist nicht jeder im Trading Room dabei. Natürlich hat auch nicht jeder diese Strategieschulung und auch diese Strategie an der Hand. Diejenigen, die in der Ausbildung dabei waren oder sind, ja. Diejenigen, die im Trading Room dabei waren oder nicht waren, sondern diejenigen, die im Trading Room dabei sind, ja, aber die anderen eben nicht. Aber für die sei schon mal gesagt, es wird sich lohnen, Breakouts zu traden
im FDAX. Also das kann euch vielleicht auch helfen, dass jetzt so langsam wir in eine Phase übergehen, wo es wieder mehr Sinn macht, Breakouts zu traden, eben über ein neues X-Wochen-Hoch, unter ein neues X-Wochen-Tief. Weil wir haben jetzt über ein Jahr, also anderthalb Jahre knapp, haben wir eine Seitwärtsbewegung im FDAX gesehen, immer wieder um die 12.500, ein bisschen drüber, ein bisschen drunter, herumgependelt. Und das wird sich auf absehbare Zeit auflösen. Also für diejenigen, die nicht dabei sind und die auch nicht die Ausbildung hatten, immerhin der Hinweis, da kann man jetzt bald wieder auf Breakouts gehen. Wie wir das konkret machen werden, werde ich im Trading Room auch dann zeigen. Hier sehen wir erstmal, wie gesagt, die Performance. Das ist in Punkten. Das sind knapp 12.000 Punkte, die mit 9 Trades gemacht wurden. Drawdowns hier blau zu sehen. Und der ja, schlussendliche Profit in Punkten sehen wir hier auch die Drawdowns. Die Schwankungen gegen einen waren häufig so zwischen 250 und 500 Punkte. Einmal hier ein 1000 Punkte Ausstopper. Das passiert. Das muss man sich natürlich auch bewusst machen. Im kleinen Kontrakt wäre ein 1000 Punkte Ausstopper 5000 Euro. Aber ein 3000 Punkte Gewinn sind dann eben auch 15.000 Gewinn. Also da muss man sich natürlich auch schon mit den Zahlen auseinandersetzen. Die Drawdowns sind häufig, so wie gesagt, so bei 300, 400 Punkten. Es gibt aber auch mal einen Ausreißer. Aber insgesamt eine der stabilsten und profitabelsten Systematiken. Insgesamt kann man das hier sehen, wenn man, wir arbeiten dort mit Teilverkäufen. Wir werden, wie gesagt, dann eine Pyramide aufbauen. Dann lässt sich viel, viel mehr aus so einem Trend rausholen. Denn klar, wenn so etwas nur alle 2 Jahre kommt und aber sehr treffsicher und sehr, sehr potenzialträchtig ist, dann sollte ich natürlich versuchen, das auch besser auszuschöpfen. Aber das heißt nicht, und das ist eben der nächste Punkt, da kommen wir wieder zurück zu dem, was wir eben gesehen haben, besser ausschöpfen ist ja der Reflex bei vielen, das sind dann eben diese 80%, die wir gerade gesehen haben. Besser ausschöpfen heißt, okay, dann hau ich doch da das Dreifache oder Fünffache rein, da gehe ich doch da mal jetzt volle Kanne rein. Ich muss als Trader immer erstmal einen Schritt machen, nämlich ich muss mein Risiko kontrollieren und muss kontrollieren, dass ich überleben werde, diese ganze Geschichte. Und das mache ich eben nicht, indem ich da alles reinhaue, sondern bei dieser Geschichte ist das komplexer. Manchmal ist der erste Ausbruchsversuch ein Fehlsignal. Dann muss ich die Position drehen, habe einen Verlust erstmal aufzuholen und dann kommt der Trend. Deshalb alleine damit, dass man jetzt sagt, ich hau da alles rein, ist es nicht getan. Das muss man managen. Dann auch eben das Risiko nicht erhöhen, dadurch, dass ich immer weiter zukaufe, sondern eben beim Pyramidisieren. Da gibt es Trader, die machen das ganz, ganz toll. Beim Pyramidisieren geht es ja darum, das Risiko nicht zu erhöhen, sondern mein Risiko aus dem ersten Kontrakt sozusagen, in dem Moment, wo ich den Stop nachziehen kann und dieses Risiko rausnehme, auf den nächsten Kontrakt zu übertragen. Das heißt, jetzt hat der zweite Kontrakt, der Zukauf hat jetzt das Risiko vom ersten Kontrakt. Der erste Kontrakt ist risikolos, weil ich zum Beispiel den Stop im System schon so weit nachziehen konnte. Nachlaufende Stops mache ich im Daytrading gar nicht, weil es Quatsch ist. Hier handelt es sich ja um eine Swing-Strategie, wo wir darauf abzielen, Tausende von Punkten mitzunehmen. Und da ist es im System auch drin, dass der Stop irgendwann nachgezogen wird, aber eben irgendwann und nicht sofort. Aber das wird hier der Plan sein. Ist also eine sehr interessante Geschichte. Auf Wochenbasis schaut das im Moment so aus. Das ist der Volvol, das ist die Grundlage dafür. Der gibt mir grünes Licht im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn der hier unten anschlägt, heißt es, Achtung, explosive Situation, wir stehen vor einem Trend. Und schaut euch mal die Situation an, 2014, 2015, 2016. Das schaut gar nicht mal so viel anders aus, wie wir die Situation jetzt auch haben. Da lief es auch seitwärts, mal mit einem kurzen Schwenker nach oben. Aber im Prinzip, wenn man jetzt 2014 am Anfang 2014 eingestiegen ist und hat Ende zwei oder Mitte 2016 geschaut, wo steht man denn, stand man ungefähr auf dem gleichen Niveau. Also im Endeffekt hat sich der Markt lange Zeit nicht bewegt. Und da gab es damals diese explosive Situation. Erster Ausbruchsversuch. In dem Fall wird das, es gibt zwei Möglichkeiten, entweder ein neues 8-Wochen-Tief oder 8 Wochen hoch oder eben über den Supertrend. Supertrend ist ein Vola-basierter Indikator, der eben mir zeigt, wann es außergewöhnliche Vola-Breaks gibt und der auch ganz sinnvoll ist, um einen Trade zu verwalten. Ich mache es häufig über Highest High und Lowest Low der letzten 8 Wochen. Und da gab es erstmal einen Ausbruch nach unten,
Fehlsignal. Hier musste dann die Position gedreht werden und dann gab es diesen großen Trend, der natürlich durch die Trump-Wahl und die Trump-Politik oder die Erwartung an die Trump-Politik begünstigt wurde. Aber wodurch dann solche Trends wie hier 2500 Punkte oder wie hier auch 2012, 2013, 2014, wo es auch sehr, sehr weit lief. Da hatten wir eine Bewegung von 7.000 auf 12.000 Punkte insgesamt. Also woher solche, wodurch solche Trends dann befeuert werden, durch welche Politik, durch welche Zinspolitik, ist ja völlig egal. Auf jeden Fall, diese Systematik vermeidet viele Fehlversuche auf der Suche nach einem Trend, was ja wichtig ist, weil es ein großes Element ist. Die meisten Trendfolgestrategien haben ja Trefferquoten so um die 33%. Hier ist es genau anders. Die hat eine sehr hohe Trefferquote, haben wir gerade gesehen, und hat geringe Drawdowns. Das ist der große Vorteil. Aktueller Stand ist, die Volatilität oder die Trendigkeit bildet sich zurück immer noch. Wir sind hier noch nicht auf dem Signallevel, dazu müsste der Indikator hier runterkommen. Das wird wahrscheinlich so innerhalb von 2, 3 Monaten auf Wochenbasis der Fall sein. Auf Tagesbasis haben wir aber jetzt schon eine Indikation, die uns sagt, Achtung, jetzt in Kürze geht's los, dass wir auf Trend gehen können. Dazu muss der Indikator nicht nur diese Signalzone erreichen, sondern er muss sie auch wieder verlassen, weil wenn er sich nach unten bewegt, heißt es einfach nur, der Markt wird untrendiger. Er tritt immer engmaschiger auf der Stelle. Wenn er von unten nach oben anzieht, dann passiert das, was wir hier sehen. Es wird wieder trendiger. Das heißt, die Bewegungsamplitude wird größer, die Schwankungsbreite zum Beispiel der letzten x Tage wird größer. Wenn man vorher, keine Ahnung, 200, 300 Punkte Schwankungsbreite hat, jetzt auf einmal hat man 400, 500 oder 600 Punkte Schwankungsbreite, dann zieht dieser Indikator an und gibt mir dann ein Signal, Achtung, jetzt zieht die Volatilität von einem niedrigen Niveau aus an. Die Chance, dass du jetzt mit Trendhandel erfolgreich bist, ist erhöht. In welche Richtung es aber geht, das sagt mir der Indikator nicht. Er sagt mir nur, ab jetzt diese Systematik, ab jetzt haben wir wahrscheinlich diese Marktphase, mit der man auf Trend handeln kann. Und die Richtung gibt dann einfach der Preis vor. Also wir haben es ja eben, habe ich ja gerade gesagt, ein 8 Wochen Hoch, 8 Wochen Tief, zum Beispiel auf Wochenbasis, der Supertrend oder dergleichen. Wie das konkret dann jetzt gehandelt wird, zeige ich im Trading Room. Aber für diejenigen, die da nicht dabei sind, wie gesagt, schon mal der Hinweis, jetzt bald auf Trend zu gehen, Breakouts zu handeln, neue Preistiefs trendkonform zu handeln, neue Preishochs trendkonform zu handeln. Das wird im FDAX interessant sein. Konkret haben wir hier jetzt so die 12.400er Region, wo es schon so langsam losgeht mit dem ersten Ausbruch. Jetzt haben wir halt noch keine Bestätigung. Das wird wahrscheinlich in dieser Woche kommen, dass wir eine Bestätigung durch den Indikator bekommen. Und ja, im Prinzip so, wenn wir unter die 12.200, 12.300 drunter gehen oder über die 12.9 drüber, das sind Handelsmarken, an denen ich trendkonform Positionen eingehen werde, höchstwahrscheinlich. Haupteffizienzpunkt ist so die 12.500, 12.600 für antizyklische Trader. Bei mir geht es jetzt eher darum, Trendpositionen aufzubauen, was insgesamt auch, wenn man sich zyklisch die Volatilität anschaut, im Herbst eher Sinn macht. So ab August, ab Mitte August wird der Markt naturgemäß volatiler. Es ist dann einfach mehr Potenzial da für schnelle, dynamische Trends. Wird nicht immer so sein, aber ich handle ja Wahrscheinlichkeiten und dann muss ich gucken, dass ich die Wahrscheinlichkeiten auf meine Seite bringe, wohl wissend, dass das auch in Einzelfällen nicht hinhauen wird. Aber FDAX, sehr, sehr interessant. Kurz zusammengefasst, wir stehen im FDAX auf Tagesbasis unmittelbar vor einem Trendsignal. Werden wir wahrscheinlich schon in dieser Woche eine Position aufmachen im Trading Room und werden versuchen, hier zu pyramidisieren. Auf Wochenbasis wird das noch ein paar Monate dauern. Wahrscheinlich so 2, 3 Monate, dann kriegen wir auch dort ein Signal. Und dann haben wir natürlich ein riesiges Potenzial. Hier ist es so ein Potenzial, wo man sagen kann, so 800, 1000, 1200 Punkte auf Tagesbasis sind da möglich in einem Zeitraum von ein paar Monaten. Und im Wochenchart werden das irgendwo so 1500 bis 2500, 3000 Punkte sein, die dann als Potenzial dastehen. Also sehr interessante Geschichte. Und was wir ja typischerweise machen, wir gucken ja immer dahin, wo es gerade raschelt. Wir gucken ja dahin, wo es sich gerade bewegt hat und oder schauen dort weg, wo sich lange Zeit nichts getan hat. Ich glaube, viele haben jetzt den FDAX eher so als langweilig empfunden in den letzten Monaten und werden sich vielleicht davon abgewandt haben.
Genau andersherum sollte man es machen. Dann, wenn alle sagen, ach, das ist aber langweilig, da tut sich nichts, genau dann wird es sehr, sehr spannend. Und hier laufen wir jetzt so lange schon seitwärts, über ein Jahr geht es hier seitwärts. Da braut sich ein Trend zusammen und wie gesagt, grob umrissen, 12.200, 12.300 unten, 12.900 oben. Das sind so die Triggermarken, mit denen man hier arbeiten kann. Und die gegenüberliegende Seite fungiert dann auch als Stop and Reverse. Stop and Reverse bedeutet, weil, falls es in den Stop hineinläuft, drehe ich die Position auch gleich. Ich stoppe nicht nur aus, sondern ich drehe und versuche eben dann in die andere Richtung einen Trend zu handeln. Aber das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Details dann im Trading Room. Die anderen, die geschult sind in der Strategie, wissen, wie sie vorzugehen haben. Und für diejenigen, die weder das eine noch das andere haben, sollte der Hinweis genügen, sich den FDAX jetzt genauer anzuschauen und dort Ausbrüche zu handeln. Ihr werdet ja eigene Techniken haben, mit denen ihr das dann hoffentlich erfolgreich gestaltet. So, René, bevor du jetzt schaust, wo es noch raschelt, zwei Fragen noch, die gekommen sind. Und zwar der Rainer fragt, ob du diese Ansätze beziehungsweise dann diesen Trade auf den FDAX beziehungsweise dann auch auf den DAX auch in der MDC, also in der Million Dollar Challenge Swing Trading Variante umsetzen würdest. Genau, also haben wir auch im Update jetzt, ich weiß nicht, ob wir das schon rausgeschickt haben, habe ich im Update von gestern auch angesprochen. Wir werden da natürlich, wir sind da im Moment sehr breit investiert, wir werden da versuchen und hoffentlich jetzt zwei, drei Trades in den nächsten ja, Wochen abschließen können und dann werden wir auch versuchen, dort das besser auszunutzen, von der Gewichtung her auch als damals, weil das war eigentlich einer der besten Trades. Aber der war natürlich so moderat gehebelt. Ich weiß nicht, was wir da für einen Hebel hatten. Eins oder zwei, ich glaube zwei hatten wir als Hebel. Und war natürlich auch moderat gewichtet, glaube ich, mit 1000 Euro Einsatz. Deshalb hat den Trade auch kaum einer in Erinnerung. Aber wenn man das nur von den Punkten her bemisst, haben wir einen riesigen Trend mitgenommen. Also wir werden das auch dort auf jeden Fall handeln. Und werden da Liquidität, die jetzt frei wird, nutzen, um da zu agieren, weil es natürlich ein Potenzial ist. Dass man nicht einfach so sausen lassen sollte. Okay, dann kam die Frage vom Harald, der fragt, ist die Strategie FDAX Vola Breakout Weekly dasselbe wie FDAX XL Counter Weekly? Nee, genau das Gegenteil. XL Counter ist ja, wenn es eine große Impulskerze gegeben hat, handeln wir einen Konter und haben ein Zeitfenster von 10 Wochen dagegen dafür. Und Weekly Vola Breakout setzt ja auf einen Trend. Das heißt, da geht es darum, wenn diese Vorbedingungen erfüllt sind, wenn der Markt lange genug ruhig war, dann ein neues Preistief, egal wie groß da die Range ist, ein neues Preistief für Short zu nutzen oder ein neues Preishoch, ein neues X-Wochenhoch für Long zu nutzen. Also es ist genau das Gegenteil. Das eine ist ja eine Konterstrategie in einem festen Zeitrahmen von 10 Wochen und das andere ist eine Trendstrategie, die ein offenes Zeitfenster hat, solange wie eben der Trend nicht final beschleunigt hat, läuft diese ganze Geschichte. Okay, und dann vorerst die letzte Frage kommt von Roger, der fragt die Tabelle, die du eben gezeigt hattest. Ich glaube, vor zwei Slides war die. Genau, da der Max Drawdown, wie der berechnet wird. Ja, einfach wie viel ich zwischenzeitlich Buchverlust hatte. Also hier sehen wir das zum Beispiel. Einstieg war hier bei 7.400, jetzt bei dem ersten Trade zum Beispiel 7.434. Stop-Loss waren 6.600, maximaler Drawdown waren 6.923. Das heißt, ich habe da knapp 500 Punkte Drawdown gehabt in dem Fall. Also einfach die Distanz in Ach so, das Punkten. ist quasi der Genau. FDAX-Stand sozusagen, Genau. die 6.923. Genau, Okay, ja, also alles das sind klar. keine Nicht Punkte, die Euro und hinten so. waren. Genau, Ja. das sind die Punkte. Okay, alles klar. Das war's dann erstmal mit den Fragen. Also FDAX, sehr interessant. Der zweite Markt, der uns schon seit ein paar Monaten ja mehr ärgert, als er uns Freude bereitet, aber das gehört eben auch dazu, ist Rohöl. Hat aber auch ein enormes Potenzial. Bei Rohöl, wenn man es das Price-Volume-Profile anschauen, also die Volumenverteilung, sehen wir hier, dass es in diesem Bereich 64 bis 74 ja sehr zäh läuft insgesamt, beziehungsweise dass wir dort ja sehr viele Ankerpunkte haben. Wenn wir die 63, 64 nach unten durchstoßen sollten, also nur mal jetzt vom Volumen her gesprochen, vom Preis-Volumen-Verhältnis her, wenn wir hier drunter gehen sollten auf Tagesschlusskursbasis, dann müssten wir vergleichsweise schnell bei 57, 58 landen.
Das soll natürlich keine Analyse sein, wie man sie jetzt irgendwie auf einschlägigen Portalen liest. Wenn's drunter geht, geht's runter, und wenn's rauf geht, geht's rauf. Hier ist einfach wichtig, diese einzelnen Ankerpunkte zu kennen. Zum Beispiel, wenn man jetzt auf der Short-Seite engagiert ist und weiß, okay, bei 64 ist so ein Ankerpunkt, dann kann man das zum Beispiel nutzen, um zu sagen, okay, ich nehme dort eine Teilposition raus. Also das dient eher dazu, Ziele zu erkennen. Die Grundausrichtung ist für mich in dem Markt deshalb short, weil wir werden es gleich sehen, in den COT-Daten extrem hohe spekulative Positionen haben. Deshalb versuche ich eher hoch short reinzukommen. Auch hier zu früh drin gewesen, ganz klar. Aber häufig kommt dann irgendwann, dann wenn die meisten schon aufgegeben haben, klatscht das dann richtig runter. Das erwarte ich hier eigentlich auch. Aber die Sache ist eben, es braucht auch hier leider Gottes Geduld. Diese Phasen gibt es. So eins, zweimal in der Dekade kommt es vor, dass man halt komprimiert eher die Ausnahmesituation hat, denn die Regel. Das ist egal, ob man jetzt COT-Daten benutzt, ob man Saisonalitäten nutzt, ob man ja, Impuls Trading nutzt oder was auch immer. Es wird eben manchmal komprimiert auftreten, dass die Ausnahmen von der Regel eher an die Reihe kommen. Der entscheidende Punkt ist eben, viele wechseln dann die Systeme, weil es natürlich viel einfacher ist. Man sagt, okay, das funktioniert nicht mehr, ich mache jetzt was Neues. Aber an einer Systematik festzuhalten und einfach nur zu akzeptieren, das war ja in der Vergangenheit auch so, dass es in 8 von 10 Fällen okay oder sehr gut lief und in 2 Fällen halt einfach nicht gut lief. Das ist viel, viel schwieriger. Und ich muss immer wieder sagen, der Ingmar weiß das ja auch, das ist ja der Ratschlag, den man immer bekommt. Ich mache das ja jetzt seit 20 Jahren und seit 15 Jahren auch öffentlich. Das ist immer der gleiche Ratschlag, den man sogar von Kollegen bekommt, dass die sagen, ja, du musst dein System verändern. Und es gibt natürlich Strategien, die irgendwann einfach schlechter funktionieren. Und theoretisch ist das alles möglich und praktisch ist das auch schon vorgekommen. Aber die pauschale und undifferenzierte und nicht im Detail beleuchtete und analysierte Aussage, ändere dein System, zeigt genau das, was das große Problem im Trading ist. Die Leute machen einfach irgendwas, reflektieren es nicht, sind sehr aktionistisch. Erstens aktionistisch bei der Entscheidung, ich fange jetzt an, systematisch zu traden. Okay, dann macht man einfach irgendwas, weil es zuletzt gut gelaufen ist, hinterfragt gar nicht, wie da die Ergebnisse zustande kommen. Und aber auch beim Verwerfen eines Systems ist man auch aktionistisch. Es fällt natürlich viel, viel schwieriger, viel, viel schwerer, an etwas festzuhalten, was jetzt schon eine ganze Zeit lang nicht vorangekommen ist oder was vielleicht sogar einen Drawdown fabriziert hat. Aber genau das ist ja eben der Schlüssel. Wie oft hat Warren Buffett in den, keine Ahnung, gefühlt 80 Jahren, aber de facto wahrscheinlich 60 Jahren, die er an der Börse ist, wie oft hat er seinen Ansatz gewechselt? Hat er irgendwie vor 60 Jahren mit Elliott-Wave-Techniken agiert und ist dann irgendwann zu Markttechnik gewechselt und macht jetzt irgendwie Fundamentalanalyse, oder macht er schon immer das? Er macht schon immer das. Er hat vielleicht minimal an den Stellschrauben gedreht, aber wahrscheinlich auch kaum. Das ist immer noch der Ansatz, den er damals erlernt hat und kultiviert hat. Und das ist eine schmale Gratwanderung zwischen zu großer, also zwischen Selbstüberschätzung und Selbstvertrauen. Selbstvertrauen brauche ich, und ich brauche auch Vertrauen in die Ansätze. Aber ich darf natürlich nicht selbstherrlich sein und sagen, mein Zeug ist das Beste und das wird schon irgendwann wieder funktionieren. So darf es auch nicht sein. Aber es ist ein klassisches Phänomen, was ich immer wieder, wenn ich Drawdown-Phasen hatte, erlebt habe, wo die Leute dann immer wieder, selbst erfahrene Trader, gesagt haben, ja, dann ändere das System, du musst es anpassen. Und das war immer der Zeitpunkt, wo ich genau das am besten nicht gemacht habe, weil dann ging es wieder los, dass es funktionierte. Also lange Rede, kurzer Sinn. Auch hier hatten wir eher eine Ausnahmesituation. Potenzial, wie gesagt, kurzfristig die 64 als Support immer noch sehr, sehr hart. Wenn es darunter geht auf Tages- und Wochenschlusskursbasis, sind wir wahrscheinlich sehr schnell bei 57. Die Quintessenz daraus ist, wenn wir unter die 63 gehen, sollte man sich erstmal nicht mehr gegen den Trend stellen. Also wenn jetzt jemand sagt, ach, ich gehe mal long, oder dann vielleicht schon bei 60 seine Position verkauft, dann ist es zu früh. Das ist die Quintessenz daraus. Und wenn wir uns den COT-Report anschauen, dann sehen wir, dass die
Large Traders, diese grüne Linie hier, so massiv investiert sind wie noch nie. Das letzte Mal war das 2014 der Fall. Da war das auch eine relativ hartnäckige Geschichte. Die haben immer weiter Positionen aufgebaut. 2011 waren die schon sehr massiv investiert. 2013 wurde das dann mehr, 2014 noch mehr. Der Preis hielt sich da ziemlich oben, lief seitwärts so im Bereich um 100, also 90 bis 110 herum. Und irgendwann hat es dann gemacht, bumm. Und dann krachte die ganze Geschichte runter. Ich glaube, sowas wie damals werden wir jetzt nicht nochmal erleben in dem Ausmaß. Das, worauf ich abziele, ist, wie gesagt, so die Region 57, 58. Das sind jetzt vom jetzigen Niveau ungefähr 15%. Und das ist das, worauf ich hier abziele. Es müssten auch noch einige Schieflagen hier sein, oder potenzielle aus dieser Zone 80, 90. Da sind natürlich auch sehr viele stark überrascht worden. Deshalb ist da nach oben meines Erachtens das Potenzial auch überschaubar, aber es ist eine zähe Geschichte, ist auch hier einfach ein Problem. Es dauert mitunter und da habe ich ja schon mal auch was dazu gesagt. Es kommt immer darauf an, mit welchen Produkten man das handelt. Die einen Produkte sind natürlich sehr teuer von der Margin her, die anderen Produkte haben halt eine Zeitwertkomponente. Es ist insgesamt nicht einfach, weil wir natürlich nie wissen, welche Situation gehen wir rein. Man geht ja jetzt in die wenigsten Trades rein in dem Wissen, dass das ewig dauern wird, sondern natürlich mit dem Wissen, okay, das könnte länger dauern, aber man muss einfach akzeptieren, manchmal wird es halt nicht sofort anlaufen. Und gerade hier sehen wir, dass die Fonds schon bei 65 im Prinzip auf die Verkaufsseite gewechselt sind. Diese Situation, dass die Fonds schon verkaufen und ihren Zenit erreicht haben und der Preis aber noch weiter hochgeht. Diese Situation gibt es selten, also sieht man ganz, ganz selten, aber die führen meiner Erfahrung nach, ich kann euch nur sagen, was ich beobachtet habe, da sie selten sind, wird man da wahrscheinlich in keinen statistisch signifikanten Bereich kommen, weil es, ich habe es vielleicht 60, 70 Mal erlebt in diesen 20 Jahren, dass ich diese Konstellation vorgefunden habe. Da wird jeder wahrscheinlich sagen, ja, aber erst ab 400 Mal ist es statistisch signifikant oder ab 200 Mal. Also jedenfalls der Erfahrungswert ist, dass es dann sehr, sehr zäh läuft und irgendwann klatscht das senkrecht runter. Ja, was kann man damit anfangen? Ich fange damit an, dass ich immer wieder versuche, hoch Short reinzugehen und in der Erwartung, dass ich bei dem x-ten Versuch dann auch einen Volltreffer lande und es dann halt auch nach mehreren Fehlversuchen oder nach einem langen in einer Position verharren, dass es dann auch mit einem Zukauf dann irgendwann ordentlich nach unten geht. Was steckt dahinter? Wenn man sich das hier anschaut, das kann man natürlich ganz, ganz schlecht sehen. Aber wer hat da zuletzt gekauft? Das sind Hedger und das sind Kleinspekulanten. Die haben in dieser Zeit, wo die Fonds verkauft haben, haben die gekauft. Kleinspekulanten sind jetzt natürlich nicht so marktmächtig, aber sie sind sehr emotional. Die fangen irgendwann an und springen aus Positionen raus, wenn es da unter ein bestimmtes Preisniveau gibt. Und das Hedging, die sichern sich manchmal sehr aggressiv ab, lösen dann auch mitunter ihre Absicherungsposition schnell auf. Das ist immer so eine sehr, sehr eruptive Geschichte mitunter auch, wann die Preise festschreiben oder wann sie sich massiv absichern. Aber das waren die Adressen, die zuletzt hier gekauft haben. Also deshalb im Rohöl müssen wir uns darauf einstellen, dass das wahrscheinlich noch so ein bisschen hier oben rumeiert. Ich würde mir wünschen, dass es nicht so ist, aber ich stelle mich darauf ein, dass es wahrscheinlich hier noch so um die 70er-Marke immer wieder herumpendelt. Wir haben ja, von den Widerständen her haben wir hier so bei 71, bei 73, bei 74 haben wir Widerstände, bei 64 eine Unterstützung, bei 57 eine Unterstützung und bei 53 eine Unterstützung. Aber bringt es einem jetzt als Trader was, wenn einer 5 Widerstände und 4 Unterstützungen nennt? Meiner Meinung nach, also ich lese solche Analysen nicht gerne, aber der Vollständigkeit halber sind diese Marken mal genannt. Das sind halt Marken, an denen man immer mal wieder einen Versuch unternehmen kann. Das will ich damit sagen. Aber jetzt da irgendwie 10 Widerstände zu nennen und zu sagen, guck mal, bei dem 8. hat's doch dann gedreht, ist ja witzlos. Also das sind Marken, an denen man immer wieder sich orientieren kann und sagen kann, okay, da kann ich mal einen Versuch unternehmen. Vielleicht dreht es dann tatsächlich dort und läuft schnell in die Gegenrichtung. Dann hat man einen risikoarmen Trade. Aber an sich könnt ihr mit
fünf genannten Widerständen und fünf genannten Unterstützungen nicht so viel anfangen, finde ich jedenfalls. Aber der Vollständigkeit halber seien sie genannt. Also bei Rohöl ist die Ausrichtung tendenziell bei Erholung Short zu gehen. Wir haben auch zuletzt hier gesehen, und das ist das, was ganz interessant ist, wenn ihr euch anschaut, wie ist die Entwicklung seit Mai, dann sieht man hier die größten Kerzen. Hier, hier, diese hier, diese hier und auch diese. Die größten Kerzen auf Tagesbasis waren alles abwärts gerichtete Kerzen. Hier gab es mal eine große oder sagen wir mal zwei große aufwärts gerichtete, muss man auch attestieren. Aber ansonsten war das Momentum hier komplett abwärts gerichtet. Und das ist etwas, was ich auch gerne nutze, die Eröffnung von solchen Abwärtskerzen. Also hier zum Beispiel jetzt die jüngste abwärts gerichtete Kerze hatte so ihre Eröffnung bei 69,4, glaube ich. Müsste ich jetzt nochmal genau nachschauen, kann ich jetzt hier auf diesem Slide nicht genau erkennen, aber ungefähr 69,4 müsste das gewesen sein. Den Rücklauf an eine solche Eröffnung einer großen Range, hier hatten wir das auch. Impulsive Range, dann läuft das hier hoch mit zig, innerhalb von zig Tagen und dann geht das wieder hier runter bis an den Schlusskurs dieser Range. Also einfach diese große Kerze nochmal nach unten traden. Das ist ein probates Mittel. Ich mache es gerne bei den ersten Impulsen, wenn das jetzt schon der zweite, dritte, vierte Impuls ist. Ja, dann kann es auch mal so laufen wie hier. Es kommt noch ein Impuls, das ist aber eher der finale Ausverkauf. Das, was wir hier raus mitnehmen sollten, ist einfach nur, das Momentum war eher abwärts gerichtet. Und das passiert auch häufig in Top-Bildungen, dass es schon starke Abwärtsimpulse gibt. Haben wir auch im Aktienmarkt gesehen, da ist das innerhalb von ein paar Tagen runtergeknallt im Februar und dann hat sich's über Monate hinweg mühsam wieder nach oben gearbeitet. Da war auch das Momentum eher abwärts gerichtet. Und hier haben wir das halt in einem etwas kürzeren Zeitfenster, auch in den letzten 2 Monaten, waren die wirklichen Impulse, die größten Impulse waren mehrheitlich abwärts gerichtet. Das kann man sich einfach nur mal als Randnotiz ja, machen und hinter die Ohren schreiben. Und sich diese Marken, die wir eben angesprochen haben, vormerken, aber halt sich auch darauf einstellen, wahrscheinlich wird es uns noch ein bisschen Geduld abnötigen. Bevor ich Tschüss sage, kommen wir doch noch, und das ist ja sensationell, kommen wir doch noch dazu, ganz kurz auf Lamba zu schauen. Bei Lamba habe ich die Seiten gewechselt, bin jetzt wieder auf der Long-Seite. Hintergrund ist Nummer eins, wir haben hier saisonal und damit auch fundamental eine Phase vor uns, die normalerweise sehr, sehr regelmäßig steigende Notierungen mit sich bringt. Beginnt eigentlich erst Anfang September so richtig, aber häufig dreht der Markt auch schon vorher ein bisschen nach oben oder bildet seinen Boden. Wir kommen von 640 in der Spitze, sind jetzt auf 400 im Tief gefallen oder 400. 4 oder 405 waren wir im Tief, glaube ich, jetzt vorige Woche. Hier oben, wir haben ja schon vor ein paar Wochen darüber gesprochen, hier oben hatten alle Angst, sind aus ihren Short-Positionen rausgegangen, hier unten traut sich jetzt keiner Long zu gehen. Mal gucken, wie das ausgeht. Wir haben hier auf jeden Fall einen fetten Volumensupport im Bereich um 425 herum. Das sollte als Ankerpunkt für eine Bodenbildung und dann als Grundlage für eine Erholung in Richtung 485, 487 fungieren können. Aber es ist hier unten auch, das sieht man am Bildrand so ein bisschen, bei 375 ist eben noch ein zweiter und viel, viel wichtigerer Ankerpunkt. Das kann also durchaus sein, dass wir den auch noch abholen. Intention ist natürlich, dass man hier einen ganz guten Mischpreis hat. Auch hier wird es so sein, das ist kein Markt, der ins Bodenlose fällt, und das ist auch kein Markt, der ins Unermessliche steigt. Fundamental, was soll hier bewirken, dass der Preis nach oben geht? Wir stehen vor der Zeit, in der es verstärkt Hurricanes gibt. Und wenn es dann dort Schäden gibt, dann wird das immer dazu führen, oder so gut wie immer dazu führen, dass der Preis bei Bauholz steigt. Also wenn ein Hurricane letztes Jahr, könnt ihr einfach mal schauen, was ist passiert, als, ich weiß nicht gar nicht, wie hieß der Hurricane letztes Jahr, es waren ja etliche, also als die ersten Hurricanes da über das Land gefegt sind in den USA, gab es massiv steigende Preise bei Bauholz. Dann kommt der Winter irgendwann. Im Winter ist es so, dass je nachdem, wie der Winter ausfällt, wenn er sehr mild ausfallen sollte, wird es auch wieder Bauholzknappheit geben, weil die dann das Holz nicht aus dem Wald bekommen, weil die Böden,
zu weich sind. Normalerweise ist das eigentlich so, dass bei gefrorenem Boden die Bäume sehr leicht abtransportieren können. Im vergangenen Jahr hatten wir das, dass es vergleichsweise mild war und deshalb, also nicht nur hier, sondern auch in den USA und Kanada, und dadurch konnten die Bäume lange Zeit nicht aus dem Wald transportieren, gab es eine Unterdeckung. Also es ist einfach sehr, sehr häufig so, dass es dann durch Sturm, Naturkatastrophen eben Schäden gibt und dann der Preis infolgedessen nach oben geht. Das ist das, was typischerweise passiert. Intention ist hier, so die Region 415, 425 ist der erste Ankerpunkt, 375 der zweite. Diese Zone als Longzone zu verstehen und Zielzone 450, 487, so diese Region. Also aus dieser unten genannten Zone in die obere zu traden. Aber auch hier warne ich nochmals eindringlich. Ganz viele haben Bauholz getradet, obwohl sie mit Bauholz unerfahren waren und haben sich aber auch überhaupt nicht, da waren ja damals die Trading-Wochen, die offenen Trading-Wochen, haben sich nicht daran orientiert, was ich gemacht habe. Das ist ja auch mitunter falsch, was ich mache. Es geht ja nicht darum, zu sagen, okay, jetzt machen wir immer das, was der macht, weil ich liege ja auch oft genug falsch. Aber es geht darum, wenn ich unerfahren bin in einem Markt, dann sollte ich ihn gar nicht handeln. Oder wenn ich ihn dann handle, dann muss ich mich halt an irgendetwas orientieren, was funktioniert. Zum Beispiel der Forecast hat uns angezeigt, wie der Markt laufen soll. War sehr, sehr präzise. Können wir hier auch ganz kurz drauf schauen. Hat diesen Aufschwung toll gezeigt, den Abschwung auch. Also an so etwas sich zu orientieren oder eben an jemand, der in diesem Markt schon erfahrener ist. Aber da haben ganz viele einfach gesagt, ach, was, es soll fallen, ja gut, dann gehe ich mal short, und haben dann oben kapituliert. Und bevor das wieder passiert und vielleicht auf der Long-Seite diesmal passiert, sollte man sich lieber da fernhalten von so einem Markt. Also entweder man ist da gut betreut, das ist ja der Vorteil auch von dem Master Trading Bundle, da haben wir auch den direkten Draht zueinander und oder auch im Trading Room natürlich. Ich glaube, es hilft schon sehr, beziehungsweise von den Feedbacks her merken wir das auch, dass es sehr hilft, wenn man A, Anschauungsbeispiel, in dem Fall mich hat, und B, halt auch die Möglichkeit, sich mentale Stütze zu holen. Wenn man das nicht hat und dann sich alleine mit seinen Emotionen auseinandersetzen muss, ist das schwierig. Deshalb haben wir auch diese Möglichkeiten gegeben, am Trading Room teilzunehmen, beziehungsweise in dem Master Trading Bundle ist ja 5 Jahre Trading Room sogar dabei, plus eben die Möglichkeit, im direkten Kontakt zu sein, weil solche Bewegungen, die kosten richtig Geld, die können aber auch richtig Geld bringen. Und dann hat man sein Geld besser investiert, wenn man ja, wenn man gut betreut ist, beziehungsweise wenn man sich Strategien einkauft von wem auch immer, mit denen man so etwas gut managt. Diejenigen, die im Mentoring-Programm dabei sind, haben das sehr gut nach dem Forecast getradet, überwiegend, bis auf ein, zwei Ausnahmen. Also das ist, glaube ich, sehr wichtig. Bitte um Gottes Willen nicht, nur weil ich jetzt diesen Trade hier vorstelle und ich spreche wahrscheinlich jetzt auch schon wieder 5 Minuten darüber, sagen, okay, dann gehe ich da jetzt long und das wird schon steigen. Also das auf keinen Fall, weil das, was wir in diesem Rahmen besprechen können, auch das mit dem FDAX, das kann nur ein Hinweisgeber sein. Für diejenigen, die nicht in der Betreuung sind, kann das nur ein Hinweisgeber sein. Achte mal darauf, da könnte sich was ergeben. Aber man muss schon eigenständig dann auch wissen, wie man das macht. Weil wir können hier in dieser Taktung auch, wir sprechen ja alle paar Wochen mal über den gleichen Markt, in dieser Taktung können wir gar nicht die Position so betreuen, wie das notwendig wäre. Also deshalb bitte auf keinen Fall irgendwie sagen, ach, das klingt ganz gut, ich mach's mal, sondern entweder man ist dann in der Betreuung und hat dann halt auch diese mentale Stütze und hat auch eine Systematik an der Hand, mit der das funktioniert, oder es taugt höchstens dazu, dass man sagt, okay, ich gucke mir das mal an, ich gucke mir mal den FDAX an und versuche mit meinen eigenen Techniken das zu machen, aber auf keinen Fall irgendwie da ins Blaue hinein irgendwelche Schüsse machen. Das wird definitiv dann nach hinten losgehen. Forecast zeigt hier auch, um das abschließend noch zu sagen, und dann ist es ja eine Punktlandung, sensationell. Also vom Ende heute hier. Forecast zeigt hier auch ab Anfang September eine Stabilisierung beziehungsweise einen Aufschwung dann, einen leichten. Das ist das, was wir auch saisonal sehen. Kann ja jeder mal nachvollziehen. Nehmt euch mal, wenn euch das interessiert, den Bauholzchart und geht mal die letzten Jahre durch. Wie ist es? Wann gab es ein zyklisches Tief? Das war häufig so um den
11., 15., 18. August und häufig dann in der ersten Septemberwoche ging das dann los, dass es angestiegen ist. Also nicht einfach unkritisch übernehmen, was ich hier erzähle, sondern wenn ihr den Chart zur Hand habt, nehmt ihn und geht die einzelnen Jahre durch. Vielleicht werdet ihr dadurch Inspiration für eigene Trades finden, vielleicht auch nicht. Beim FDAX genau das Gleiche. Wie kann man so eine Trading-Situation nutzen? Wie ich sie nutzen werde, weiß ich. Diejenigen, die im Trading nun dabei sind, werden es verfolgen. Wir werden sehen, wie das dann läuft, ob das direkt erfolgreich ist oder ob wir da die Trades managen müssen erstmal und drehen müssen. Das wird sich dann zeigen. Aber hier für diesen Rahmen sei einfach nochmal darauf hingewiesen, ich kann nur Anregungen geben und das ist ja auch das, was wir im Disclaimer am Anfang schon bei den rechtlichen Hinweisen gesagt haben und mit Recht gesagt haben. Das dient zu Demonstrationszwecken. Aber jeder muss das eigenständig entscheiden und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe das selbst früher auch gemacht, dass ich irgendwelchen Leuten einfach irgendeiner hat mal irgendwo in einem Webinar was gesagt, zack, habe ich den Trade aufgemacht. Das Problem ist, wenn man dann bei der Verwaltung alleine ist und wenn man aber gar nicht weiß, wie funktioniert dieser Markt oder wie wird der Trade eigentlich, wie muss er verwaltet werden, dann geht das komplett nach hinten los. Deshalb das bitte immer nur als Anregung nehmen und die Details muss man dann selbst abklären oder wir haben es dann eben in der Betreuung. Das war's von meiner Seite. Wenn wir noch Fragen haben, können wir die schnell dran nehmen. Ansonsten sind wir sogar sehr pünktlich fertig heute. Ja, ich bin auch baff, René. Es kam zum einen die Frage vom Manuel, die habe ich schon beantwortet, wie du das genau handelst bei Lamba. Habe ich gesagt, oder welche Produkte es gibt, dass es keine Hebelzertifikate verfügbar sind im Markt, da der Markt zu illiquide ist, du das mit im Future direkt handelst. Wenn man Genau. es beim CFD-Anbieter handelt, sollte man natürlich vorher den Spread und so weiter abchecken, damit man dort nicht ja, alleine deswegen schon zu hohe Kosten hat. Dann kam noch eine Frage von Bernhard, wenn du noch mal ganz kurz auf die COT-Daten von Öl klicken könntest. Und zwar schreibt er, Short sind aber vor allem die Swap-Dealer, nicht so sehr die eigentlichen Produzenten. Wie ist das zu interpretieren, beziehungsweise hat das was Besonderes zu bedeuten? Ja gut, bei den Swap-Dealern ist natürlich immer, also man muss da halt auch sagen, das ist an dem Punkt auch immer noch so ein bisschen undurchsichtig, weil es gibt auch, also Swap-Dealer haben ja völlig unterschiedliche Charaktere auch mitunter oder deren Aktionen. Teilweise weiß ich, dass es Produzenten gibt, die ihr Hedging eben über Banken machen. Also das heißt, das würde dann halt bei den Swap-Dealern auch mit rein spielen. Dann sind natürlich ja, bei den Swap-Dealern tauchen natürlich dann auch generell die Aktionen auf, wenn da Absicherungsgeschäfte getätigt werden, auf verbriefte Produkte und so weiter. Also das ist auch nochmal ein Segment, wo es einfach meiner Meinung nach ein bisschen undurchsichtig ist, wie man jetzt, wer alles in diesem Lager, weil das ist ja trotzdem eine grobe Unterteilung. Also der Charakter ist ja sehr, sehr unterschiedlich. Das Einfachste ist, wenn man sich da trotzdem, also man kann darüber jetzt philosophieren, wer macht das? Das sind im Prinzip sind das natürlich dann häufig oder immer häufiger auch sind das auch Absicherungsgeschäfte, die von den Produzenten selbst halt über Banken gemacht werden, die dort Banken oder Investmenthäuser benutzen, die dann eben da die Absicherung machen. Man muss da gar nicht so philosophieren darüber, sondern man muss sich ja eigentlich nur im Chart anschauen, was ist denn passiert, wenn die so weit unten waren, wenn die grüne Linie hier unten so weit unten war. Und das war hier ein Hoch im Markt, das war hier ein Hoch im Markt. Als die sehr bullisch waren, Anfang 2009, hatten wir ein Tief im Markt. Also das, was dahinter steckt, habe ich grob erklärt, man kann es aber nicht genau sagen, weil normalerweise sind das, wie gesagt, sind das Banken, die eben dort ihre verbrieften Produkte quasi abhedgen, aber es sind auch sehr viel, zumindest ist es mein Informationsstand, sind auch immer mehr Produzenten, die ihr Hedging eben quasi einer professionellen Adresse übergeben. Und deshalb taucht das bei den Swap-Dealern auf. Aber wir müssen eigentlich gar nicht so ins Detail gehen, wie ist da die Struktur, sondern einfach gucken, liegen die denn mit ihren starken Absicherungen richtig? Und das ist in dem Fall so. 2016, Anfang 2016 waren die sehr bullisch. Ist der Preis, hat ein Tief gemacht, ist angestiegen. Jetzt sind die sehr bearish. Also, ich glaube, man kann da einigermaßen darauf vertrauen und wird
glaube ich, auf mittlere Sicht damit auch ganz gut fahren können. Also jedenfalls hoffe ich das für mich, aber jeder von euch muss natürlich für sich entscheiden, wie er sich positioniert. Wenn jemand da einer komplett anderen Meinung ist, dann muss er natürlich seine Überzeugung handeln. Okay, super. Das war es soweit eigentlich um den Fragen. Du hattest ja mehrfach den Live-Training-Room angesprochen. Ich habe den Link auch nochmal in den Chat reingeschrieben. Wer dort Interesse hat, mal etwas weitere Informationen noch zu beziehen, kann dort draufklicken. Ansonsten sind wir soweit durch, René. Ich sage danke von meiner Seite. Natürlich auch einen schönen Sonntag an alle Teilnehmer und gute Trades ab morgen wieder und freue mich dann aufs nächste Webinar mit euch. Macht's gut. Ciao. Auch von mir, schönen Sonntag noch. Macht's gut. Tschüss.